Die DHV-News vom 7. Januar 2022. Legalisierung auf Eis. Volksentscheid über Legalisierung. Herzlich willkommen bei den DHV-News und frohes Neues. Wir haben es noch nicht gesehen hier. Im neuen Jahr möge 2022 das Jahr der Legalisierung werden. Als Vorbemerkung ansonsten nur noch einen kurzen Hinweis wieder mal auf ein Video, das zwischendurch online gegangen ist, nämlich unser Jahresrückblick. 3 Stunden nerdiges Gequatsche über alles, was im letzten Jahr passiert ist beim Hanfverband in Deutschland, international. Bisschen Ausblick, was noch so passieren wird. Und vor allen Dingen mit Spendengala, womit ich dann sofort den super perfekten Einstieg ins erste richtige Thema habe. Die DHV-Spendenkampagne hat immer eine eigene Überschrift gekriegt, weil jetzt Endspurt angesagt ist. Eine gute Woche noch, bis zum 15.01. läuft die ganze Aktion. Und das Ergebnis des Vorjahres hat mir ja viel Respekt gemacht. Mit 149.000 paar zerquetschte Euro, die letztes Jahr zusammengekommen sind. Also unser Spendenziel für dieses Jahr war, könnte knapp werden, aber jetzt haben wir eine gewaltige Spende reingekriegt, die größte private Einzelspende, die je beim Mannverband angekommen ist, nämlich 36.420 Euro. Vielen Dank an der Stelle für diese besondere Großzügigkeit, das wissen wir sehr zu schätzen, wir machen das Beste draus. Und damit, während wir hier drehen, ja, haben wir den Spendencounter auf 99% stehen, ganz kurz vorm Erreichen des Ziels von 149.000 paar zerquetschte. Und wenn es online geht, das Video, haben wir vielleicht schon 100%. Ja, da fehlt dann nicht mehr viel und einmal wird noch weiter gedreht. Aber die Mathe-Genies unter euch haben jetzt schon gemerkt, 36 von 149 ist bei weitem nicht die Hälfte, sondern der weitaus größere Teil kommt nach wie vor von den fast 4000 bisherigen anderen Spendern und neuen Fördermitgliedern. Also auch an der Stelle vielen Dank nochmal an jeden, der irgendwie ein paar Euro übrig hatte und an jede natürlich. Das hilft uns weiter, jeder Euro hilft weiter, und unser Ziel zu erreichen. Und auch oberhalb von unserem Ziel werden wir natürlich jeden Euro investieren, um die Legalisierung wirklich noch durchzusetzen. Ja, ist ja noch nach wie vor keine klare Sache, aber auch nicht verloren, ja, wie viele da schon wieder denken jetzt da draußen. Also es ist sinnvoll, jetzt nochmal was reinzuwerfen in den Topf. Macht mit, falls das bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Einfach anmelden als neues Mitglied bis zum 15.01. oder was in den Topf werfen, überweisen, PayPal oder so, oder Banküberweisung. Ab 10 Euro könnt ihr noch was gewinnen. Seht ihr auf der Hanfverbandseite, was das für Preise sind und was, wir müssen noch ein Stichwort dazu schreiben, E-Mail-Adresse oder Verlosung, guckt da mal da. Und dann knacken wir das Barometer und setzen mir wieder eine Angstleiste hoch für nächstes Jahr, dadurch denke ich, schauen wir wieder nicht. So. Vor 2 Wochen habe ich hier erzählt, vor Weihnachten, dass Christine Lüttke die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag geworden ist. Wurde also ernannt, ist die erste, die da hochoffiziell verkündet wurde oder selbst verkündet hat, dass sie das ist. Und da habe ich gesagt, ja, in Sachen Drogenpolitik habe ich nichts gefunden über Frau Lüttke. Ja, völlig unbeschriebenes Blatt, noch nie was mit dem Thema zu tun gehabt. Aber da habe ich falsch gelegen, da habe ich mich getäuscht. Die hat nämlich eine Rede gehalten auf dem Aktionstag der Ortsgruppe München, Hanfverband, Ortsgruppe München, vor der Bundestagswahl. Ja, da haben ja einige Gruppen nochmal Aktionstage gemacht und in dem Fall hat Frau Lüttke da für die FDP gesprochen. Und das Video dazu haben die Aktivisten, DHVler aus München, mittlerweile veröffentlicht. Schauen wir mal rein. Christine Lüttke ist mein Name. Ich bin aus dem wunderschönen Mittelfranken zu euch heute gekommen, denn ich habe natürlich als Direktkandidatin über die letzten Wochen so einige E-Mails von Mitgliedern des Hanfverbands bekommen, wo ich auch direkt aufgefordert werde, mich einzusetzen für die Legalisierung. Und deswegen war es mir heute ein wichtiges Anliegen, hierher zu kommen und hier zu sprechen. Ja, habt ihr gesehen, ja, bringt was, sich da einzumischen. Unsere E-Mail-Aktion, sehr viele von euch haben da mitgemacht, tausende von Mails verschickt. Und praktisch sämtliche Wahlkreiskandidaten erreicht. In allen Wahlkreisen tatsächlich wurden diese E-Mails abgeschickt. Und wie ihr seht, die werden wahrgenommen, die kommen an. Und praktisch jeder, der jetzt im Bundestag eingezogen ist, jedenfalls jeder Direktkandidat, hat diese E-Mails gesehen, wahrgenommen und spricht darüber wie Frau Lüttke. Ansonsten
ist jetzt, was sie da so gesagt hat, nicht der super diepe Nerd-Talk. Ja, das merkt man schon, dass sie da noch nicht jetzt sich 24/7 mit dem Thema beschäftigt. Gucken wir uns so einen Ausschnitt an. Ansonsten bin ich auch Sozialpädagogin und habe mich in meinem Studium auch mit dem Thema beschäftigt. Wie ist es denn mit der Drogenkriminalität? Und wenn ich heute sehe, wie die jungen Leute, die jungen Erwachsenen sich Cannabis beschaffen, dann gleiten sie halt doch sehr schnell in eine Kriminalität ab, weil sie sehr frühzeitig Kontakt zu illegalen Drogen auch bekommen. Und damit meine ich nicht das Marihuana und das Cannabis, sondern da meine ich das, was die Dealer dann oft sonst noch im Gepäck haben und ausbreiten. Wenn der junge Mensch vor einem steht und sagt, ja, ich hätte jetzt gern das und das, dann kommt ganz schnell, ja, aber magst du vielleicht nicht dies und jenes auch noch probieren? Und so fordern wir es erst heraus, dass die jungen Leute sich in diesen Druck der Kriminalität begeben und auch die Beschaffungskriminalität zunimmt. Gut, also Lüttke auf jeden Fall klar auf unserer Seite gebrieft mit unseren Mails, warm geredet auf einer DHV-Veranstaltung aus München, Ortsgruppe München. Schönes Intro und ich hoffe, dass wir demnächst Sie persönlich kennenlernen, auch hier im Kanal. Es ist jetzt endlich Zeit, hier einen Schritt voranzugehen und Cannabis zu legalisieren. Herzlichen Dank. In Hamburg. Da muss ich nämlich gleich, bevor ich jetzt zum total diffusen, wirren Wirbelsturm von Zitaten von irgendwelchen durcheinander quatschenden Politikern eintauche, ja, da gibt es jetzt eine Stimme, die kriegt eine eigene Überschrift. Und das ist der Hamburger Polizeipräsident. Wie es aussieht, hat der sich abgefunden mit der Legalisierung, will jetzt das Beste daraus machen. Ralf Martin Meyer heißt der Mann und war wohl früher stramm gegen die Legalisierung. Und jetzt sagt er halt, okay, man muss sich mit der Realität abfinden. Man kann die Legalisierung jetzt noch begleiten in den Details, dass das eben gut wird, ja, und nicht einmal irgendwie laufen lassen, kann man ja nochmal seinen Senf dazu abgeben. Aber gut, Legalisierung wird wohl kommen und man soll jetzt mal die Chancen nutzen, die da auch drin stecken. Weil er meint, ne, man muss das so ausgestalten mit der Legalisierung, dass dann wirklich die Polizei auch weniger Arbeit hat und sich dann eben um andere Bereiche kümmern kann. Ja, eigentlich super, eigentlich total selbstverständlich, das sollten die alle sagen, die Polizeipräsidenten der Reihe nach, ja, die hätten schon längst irgendwie auf die Barrikaden gehen müssen, machen die aber alle nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir haben jetzt ständig immer noch Polizeivertreter, die gegen die Legalisierung wettern und deshalb schenke ich dem Herrn Meyer jetzt hier eine eigene Überschrift. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Und jetzt der große Weihnachtschor der Politik. Das hat sich schon ein bisschen angedeutet bei der letzten Ausgabe der News hier, als wir den Herrn Buschmann, neuer Justizminister von der FDP, zitiert haben. Und da ging es halt darum, dass Corona jetzt erstmal wichtiger ist. Ja, das nicht jetzt legalisiert wird, ja, das dauert halt noch. Machen wir erstmal was anderes. Ne? Machen wir erstmal die wichtigen Sachen so ungefähr. Und da war ja schon irgendwie eine Riesenprotesterei angesagt. Ne? Und alle waren schon dran, ja, Legalisierung kommt nie und ihr habt euch verarschen lassen, bla bla. Naja, bloß weil der sagt, wir machen erstmal Corona. Aber klar, andererseits, ne, es gibt da eine Menge Leute, bei denen das nicht das Herzblutthema ist mit der Legalisierung und die nicht eilig haben damit. Das ist das andere Teil der Medaille und dass das kein Selbstläufer ist mit der Legalisierung, habe ich hier auch von Anfang an gesagt, auch direkt nach der Wahl. Jetzt haben wir aber wieder genau dieselbe Zeit wie nach der Wahl vor dem Koalitionsvertrag. Da war so eine große Leere gewesen, ja, total geheime Verhandlungen, nichts rausgesickert, alle haben sich darüber gewundert, aber... Ja, und dann war dann, die Journalisten mussten irgendwas schreiben über die Wahl und über die Koalitionsverhandlungen und erwarten kein Futter. Und was machen die? Rumspekulieren, ja, was machen die wohl da drin? Wohin geht die Reise? Und ein paar Leute äußern sich dazu und dann wird das aufgenommen und ohne Ende durchgekaut. Ja, ohne irgendeinen realen Hintergrund eigentlich. Und genau dasselbe ist jetzt auch die letzten 2 Wochen passiert, über Weihnachten, wo eben die Politik nicht getagt hat, dann nicht groß gearbeitet hat, außer Corona vielleicht, aber sonst eben nicht. Und dann gab es eben so, zum Beispiel die Überschrift Cannabis-Freigabe liegt auf Eis. Das fand ich so das eindrücklichste Beispiel dafür, was da gerade passiert ist. Das geht zurück auf 2 Statements von 2 Politikern. Der eine, Andrew Ullmann, das ist ein Gesundheitspolitiker aus der FDP-Fraktion.
Der hat dasselbe gesagt wie sein Parteikollege Buschmann, dass jetzt halt erstmal Corona machen, dass deswegen noch keinen Zeitplan gibt für die Legalisierung. Ja, und das wurde eben so schon interpretiert von wegen, ja, liegt jetzt auf Eis, weil der sagt, wir haben noch keinen Zeitplan und jetzt ist gerade Corona. Und der zweite war Sebastian Fiedler von der SPD, auch ein Abgeordneter. Und der hat noch gesagt, das wäre jetzt nicht gut, ein Gesetz vorzulegen, kein guter Zeitpunkt. Das finde ich schon wieder ein bisschen merkwürdig, weil was heißt Zeitpunkt? Die haben ja gar kein Gesetz bis jetzt. Ne? Die müssen ja erstmal sich einigen auf ein Gesetz, was sie dann eben vorlegen wollen der Öffentlichkeit. Da kann man ja schon mal dran arbeiten. Und wieso das jetzt kein guter Zeitpunkt ist, weiß man nicht. Bei dem bin ich ein bisschen skeptisch, weil das ist derselbe Sebastian Fiedler, der vorher Vorsitzender vom Bund Deutscher Kriminalbeamter war und nicht für Legalisierung. Ja, das ist zwar die liberalste Partei, Polizeiorganisation da. Die sind für Entkriminalisierung auch. Aber eben nicht für Legalisierung. Und der Herr Fiedler ist auch schon mal gegen mich angetreten in der Stern-Diskothek. Manche haben das vielleicht gesehen, relativ viele Aufrufe, so eine Diskussionsrunde. Der ist eben jetzt neuerdings für die SPD im Bundestag kein Legalisierungsbefürworter, der dann jetzt in der Zeitung sagt, das wäre jetzt kein guter Moment, um ein Legalisierungsgesetz vorzulegen. Aber das heißt ja nicht, dass das endgültig auf Eis liegt, in dem Sinne, dass da jetzt ewig nichts passiert, ja, dass die das forever liegen lassen, so ungefähr, bis was weiß ich passiert. Ja, bis sich die internationalen Gesetze in Staub aufgelöst haben oder so, die Verträge, keine Ahnung. Jedenfalls nicht in dem Sinne auf Eis, ja, das kann man nicht sagen, haben die beide nicht gesagt, so in dem Sinne. Und vor allen Dingen haben die gar nichts zu sagen dazu, die können gar nicht sagen, was die Regierung jetzt will. Sind keine Regierungsvertreter, sondern einfache Abgeordnete, die nicht zuständig sind für dieses Thema. Bei der FDP sind ja die Frau Lüttke, wie gesagt, mit der Rede in München. Und nicht der Herr Ullmann. Und bei der SPD, die wissen noch gar nicht, wer für Drogenpolitik zuständig ist, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie das noch niemandem verraten. Und Fiedler ist einfach irgendein Abgeordneter, der sich dazu äußert. Dann hat Dirk Heidenblut sich geäußert, nämlich der bisherige drogenpolitische Sprecher der SPD. Auf Facebook hat er geschrieben, die parlamentarische Arbeit würde eben im Januar jetzt die Arbeit aufnehmen und dann würden halt eben die Themen angegangen und Zeitpläne gemacht und so. Alles, was im Koalitionsvertrag steht. Und dazu gehört auch die Cannabis-Legalisierung und das wäre Quatsch, dass das auf Eis liegt. Das war mal ein schönes Statement. Also er hat auch ein bisschen sich gewundert, ja, über die ganze komische Diskussion, die jetzt da aus dem Nichts kommt, dass jetzt irgendwie plötzlich nicht mehr legalisiert werden soll. Ja, ist also Blödsinn. Und aus Gründen zitiere ich jetzt den letzten Satz noch von dem, was Heidenblut da auf Facebook geschrieben hat, nämlich: Dafür gibt es klare Vorgaben im Vertrag und mit dem Gesetzentwurf der Grünen sogar eine Grundlage, schnell einen guten Entwurf vorzulegen. Und das finde ich deswegen interessant, weil er ausdrücklich das grüne Cannabiskontrollgesetz als Grundlage der Diskussion der kompletten Ampelkoalition erwähnt. Ja, das ist erstens gut, weil es dann vielleicht wirklich schneller geht, wenn die wirklich nicht bei Null anfangen, ja, sondern sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal als Grundlage und gucken, wo wir da jetzt noch ein paar Sachen verändern wollen, jede Fraktion für sich. Dann wird die FDP noch sagen, wir wollen aber genmanipuliertes Gras auch auf dem Markt haben, ja, und dann diskutieren die das aus, keine Ahnung, ob dafür oder dagegen. Aber ansonsten steht das ganze Gerüst. Ne? Und dann muss das vielleicht nicht 2 Jahre dauern. Das wäre schon mal ein guter Punkt. Und die Themen Führerschein und Eigenanbau wären dann auch mit auf dem Tisch, die ja nicht im Koalitionsvertrag drinstehen, aber im grünen Cannabiskontrollgesetz ganz gut geregelt sind. Ja, auf jeden Fall sind sie geregelt. Kann man darüber diskutieren, wie gut, ja, aber auf jeden Fall könnte es schlimmer sein. Beide Themen sind jedenfalls drin. Es gibt den legalen Eigenanbau und es gibt eine deutliche Anhebung des THC-Grenzwerts beim Führerschein. Beides sehr sinnvoll, sehr wichtig und vielversprechend. Ob das wirklich so kommt, wissen wir nicht, aber schön, dass er es einbringt. Dann FDP-Fraktionen. Der Geschäftsführer der Fraktion, diesmal Stefan Thome, der hat gesagt wohl in der Presse, man soll sich da ganz viel Zeit lassen mit dem Legalisierungsgesetz. Wahrscheinlich auch einer, der das gar nicht will eigentlich, weil man Fehler von anderen vermeiden will. Unter anderem nennt er dann da als Beispiel in Holland die unvollständige Legalisierung, die dann zu entsprechenden Problemen mit Kriminalität geführt hat. Genauso wie bei uns ja auch, ja. Da wundere ich mich nur, wenn er schon weiß, welche Fehler er da vermeiden will. Ja, das lässt sich auch relativ schnell gucken. Dann kann man ja anfangen. Ja, dann macht man halt das Ganze ohne die Fehler und dann ist gut. Ja, deswegen muss man das ja jetzt nicht liegen lassen. Hat aber auch nicht gesagt liegen lassen, sondern nur mal ganz viel Zeit dafür nehmen. Aber können wir mit anfangen, ja, mit dem Zeit nehmen. Dann ging eben die Riesendiskussion los. Ja, Riesenaufregung nach den paar Statements von 3-4 Politikern irgendwie. Ja, das ganze Internet hat sich aufgeregt, ja, dieser Betrüger, alles da und so. Ne?
wo ich mich auch wundere, ja, wie schnell die Leute dann schon wieder resignieren und denken, Politik ist ein Blödmann oder so, ja, da geht sowieso nichts. Und sich dann irgendwie einen Blumentopf über den Kopf stecken und so tun, als wären sie nicht auf der Welt. Ja, dann hat die SPD-Fraktion das gemerkt, ne? Da kamen auch schon Medienartikel dazu und Kommentare in Medien von Journalisten. Und dann wollten die da das Ganze ein bisschen beruhigen, ja, von wegen, ja, wir haben das Licht nicht auf Eis und so, haben sie einen Lauterbach gezeigt, ja, der zuständig ist dafür als Gesundheitsminister, mit so einem Bild. Und er wäre ja für Legalisierung, aber er müsste jetzt erstmal die großen Themen angehen, wie die Pandemiebewältigung. Also die, nicht nur ein großes Thema, ja, sondern die großen Themen erstmal, ne, bevor sie mit Cannabis da anfangen. Das würde jetzt keinen Zeitdruck sehen bei der Cannabis-Legalisierung. Ja, erstmal die großen Themen. Ne, und das geht natürlich gar nicht. Ja, das ist überhaupt ein kläglicher Versuch. Und entsprechend sind die Kommentare auch auf Twitter. Und das ist genau das Richtige, was sie jetzt brauchen. Ein bisschen freundliche Erinnerungen, dass das nicht funktionieren wird, wenn die da erst in 2-3 Jahren mit anfangen. Ja, dann kriegen sie es niemals fertig vor Ende der Legislaturperiode. Und das hat gut funktioniert auf Twitter mit vielen, vielen Kommentaren, die das eben gezeigt haben, dass da ein Riesenbedarf ist. Ja, und ich glaube, dass sowas kommt auch an. Also falls ihr noch nicht bei Twitter seid, ja, könnt ihr ja mitspielen da. Da kriegt man das immer relativ flott mit, sowas. Und zeigt denen mal freundlich, wo der Hammer hängt. Und dann, was haben wir noch gehabt? Die Grünen, man fragt sich, was ist mit den Grünen? Ich habe jetzt die ganze Zeit nur von FDP und SPD-Politikern gesprochen. Aber auch da haben sich welche geäußert, gleich zwei Minister, die irgendwie in gewissermaßen auch was damit zu tun haben. Nämlich die Familienministerin Anne Spiegel. Ich weiß nicht, wie formal ihr Ministerium jetzt da eingebunden wird, aber immerhin ist das jetzt die Kinderministerin, ja, von der die Journalisten oft mal glauben, die muss ja was gegen Cannabis-Legalisierung haben, ne, als Familienministerin. So eine, die Sorge um die Kinderministerin. Aber die ist total entspannt und sagt, nee, das wird schon. Wir kriegen das schon gut geregelt mit der Legalisierung. Ja, das können andere ja auch. Das wird schon, ja, so beruhigend irgendwie. Total nett. Also die war ganz, also nicht so wie die anderen, die Bedenkenträger. Ne, wir müssen aber jetzt langsam und erst was anderes. Bla, bla, bla. Nee, wir machen das, sagt sie. Kein Problem. Und bei dem Cem Özdemir, so ähnlich, ja, der ist seiner Linie treu geblieben. Cem Özdemir ist sowieso einer der Legalizer bei den Grünen. Kaum ein anderer, der über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder mit dem Thema angekommen ist. Cannabis-Legalisierung müssen wir machen. An die eine oder andere Geschichte könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Mit seinem Pflänzchen auf dem Balkon bei der Eisbucket-Challenge und so. Der hat sich auch gemeldet. Jetzt ist er Landwirtschaftsminister. Plötzlich geworden irgendwie. Und freut sich schon und sagt, die Bauern wollen alle Hanf anbauen und wenn er legalisiert wurde, dann können die auch endlich Hanf anbauen, ja, tolle Nutzpflanze und so. Wahrscheinlich hat ihm auch mittlerweile irgendwer erzählt, dass die Bauern das jetzt schon anbauen dürfen, den Nutzhanf, ja, und schon 1.000 Hektar in Deutschland sind und das schon seit 20 Jahren möglich ist und so, aber ist ja egal, auf jeden Fall hat er nochmal jede Menge gute Gründe abgespult, warum Cannabis auch als Genussmittel legalisiert werden sollte. Also auch voll dabei, ja, der wird auch nichts aufhalten da oder verzögern oder so. Ja, und jetzt ist dann Warten auf Lauti angesagt und ja, dass die Regierung noch eine Drogenbeauftragte besetzt. Zum Schluss noch hat sich dann der Marco Buschmann gemeldet, besagter Justizminister, mit dem das Ganze angefangen hat. Hier mein wirrer Sturm durch die Politiker-Statements. Der hat nämlich getwittert, die Legalisierung von Cannabis steht im Koalitionsvertrag und wird kommen. TB. Also TB, genauer gesagt Team Buschmann, hat er nicht ganz persönlich geschrieben, aber war bestimmt okay für ihn, ja. Der hat gesagt, ja, die haben das alle irgendwie so komisch verstanden da mit meiner Aussage da in der komischen Fernsehshow. Von wegen, das machen wir jetzt nicht sofort, aber schreibt denen mal, wir machen das. So ungefähr muss es gelaufen sein. Und ja, jetzt die Frage, was sagt euch das ganze wirre Zeug hier? Ne? Ich werde mich wieder ärgern über die ganzen Leute, die jetzt sagen, habe ich doch immer schon gesagt. Ich habe euch doch gesagt, ihr habt euch verarschen lassen, die Legalisierung wird niemals kommen und so weiter. Aber nein, das ist nicht das, was ich hier gesagt habe, sondern ich würde eher zusammenfassend bei Heidenblut bleiben, der gesagt hat, jetzt im Januar fängt das überhaupt erst an, alles mit der parlamentarischen Arbeit. Davor, das war Konstituierung des Bundestages und ja, tatsächlich die wichtigsten Sachen. Ja, ich sehe das ja ein, dass Corona das Wichtigste ist. Aber jetzt kommt eben alles andere, das geht jetzt seinen normalen Lauf. Dann werden die alle noch ihre drogenpolitischen Sprecher wirklich mal bestimmen. Es wird eine Drogenbeauftragte der Bundesregierung bestimmt werden. Und dann gucken wir mal, was die sagen, die dafür zuständig sind, über den Zeitplan und wie das jetzt weitergeht.
Und dann haben wir belastbare Sachen, über die wir uns ärgern und beschweren können oder freuen können oder wie auch immer, wo wir mitdiskutieren können. Das werden wir dann sehen, darauf werden wir dann reagieren. Bis jetzt war das Unterhaltungs-TV sozusagen. Nichts zu sagen in der ganzen Sache hat noch jemand, und zwar ein Staatsrechtler, der Professor Hermann Häusner. Die Osnabrücker Zeitung sagt, das wäre ein renommierter Professor. Na? Und der hat nämlich eine ganz neue Idee eingebracht, da muss ich unbedingt noch bringen, habt ihr noch nie gehört hier, in dem Zusammenhang die Forderung, der hat gesagt, wir brauchen einen Volksentscheid über die Cannabis-Legalisierung. Weil er meint, die Leute sind vielleicht noch gar nicht so weit, die kriegen da was übergestülpt, was sie gar nicht wollen. Ja, also er selber will offensichtlich auch keine Legalisierung. Das klingt, man hört sich sehr danach an, ja, klingt raus. Und alle anderen auch nicht. Ja, das ist so eine kleine Minderheit da, zufällig mit Grünen und FDP durch die Ampel und die SPD noch in, geknebelt und gefesselt. Ja, und deswegen kommt nur die Legalisierung, das wollen die Leute gar nicht. Aber mit einem Volksentscheid könnte man das ja klären. Nur, ein Volksentscheid auf Bundesebene gibt es ja gar nicht. Das ist nicht vorgesehen. Ja? Das heißt, dafür müsste man die Verfassung ändern, Grundgesetz ändern und da Volksentscheide installieren. Aber er schlägt nicht vor, dass die Politiker das selber machen. Ja? Und jetzt bei der ganzen Cannabis-Legalisierungsfrage sagen, okay, lasst uns das Grundgesetz ändern, ja, 2/3 Mehrheit, Bundesrat, bla bla, Volksentscheide einführen und dann lassen wir abstimmen über Legalisierung. Nee, nee, der Mann schlägt vor, dass wir da erstmal Unterschriften sammeln müssen, ja, jede Menge Unterschriften sammeln, damit das Grundgesetz geändert wird, damit Volksentscheide eingeführt werden, damit wir dann über die Legalisierung abstimmen können, von der er meint, dass die Abstimmung dann gegen die Legalisierung ausgeht. Das ist ziemlicher Blödsinn, ja, muss man ja schon sagen, auch allein deswegen schon, weil wir die Mehrheit ja mittlerweile haben. Ja, wir haben mehr Leute, die die Legalisierung wollen in Deutschland, als die sie nicht wollen. Bei unserer Umfrage zuletzt 49 zu 46, immer noch knapp, ja, und immer noch unter 50%, aber das wird sich bald ändern. Die Kurve war sehr eindeutig, ja, mit der Ablehnung und der Zustimmung, die da sich gerade überkreuzt hat. Das wird auch so weitergehen. Gibt keinen Grund anzunehmen, wieso die Zustimmung jetzt plötzlich nicht mehr weiter steigen sollte. Wir würden das gewinnen, ja, keine Frage. Und früher hätte ich die Challenge gerne angenommen, bevor wir eine Ampelregierung hatte, die gesagt haben, brauchen wir nicht, ja, wir regeln das schon. Aber nee, das machen wir jetzt nicht, das dauert ewig. Ja, das wird sowieso nicht passieren. Außerdem kann man ja auch mit Unterschriften gar nicht erzwingen, dass irgendwas passiert. Also es gibt ja überhaupt keine Unterschriftenaktionen, die zwingend auf Bundesebene zu irgendwas führen. Nur Petitionen, die Politiker sich dann angucken müssen, aber nichts damit machen müssen, wenn sie nicht wollen. Und eine Verfassungsänderung, Grundgesetzänderung kann man natürlich erst recht nicht mit Unterschriften erzwingen. Also völliger Quatsch das Ganze. Und das wäre im Prinzip so, als würde man die Legalisierung auf Eis legen. Ja, und das macht man nicht. Und damit bin ich bei den Terminen, ein paar Ortsgruppen steckend schon wieder den Kopf aus der Tür nach den Tagen. Oldenburg Online-Treffen, 9. Januar, Regensburg ebenfalls 9. Januar, Sonntag, auch Online-Treffen. Dann Hamburg, 18. Januar, trifft sich die Ortsgruppe dienstags und am selben Tag, Dienstag, 18. Januar, in Heidelberg unsere Gruppe mit dem offenen Hanftisch. Infos dazu immer, wie immer, auf unserer Seite und in der Videobeschreibung. Und damit wünsche ich mir, dass ihr dieses Video liked. Ja, ich wollte das am Anfang sagen, ich habe vergessen. Mist, nächstes Mal. Dann passiert das auch. Ja, im Moment passiert da irgendwie nicht so viel, wenn ich das immer hinten sage. Also alle, die jetzt noch da sind und noch nicht geliked haben und abonniert haben und geglockt haben, ja, macht das jetzt mal. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.